willkommen zu einem neuen Video von Görki hier. Auch wie immer Fitness zu Hause, nur wie ihr seht, heute bin ich nicht zu Hause. Und zwar gibt es heute ein Workout für Brust und Bizeps. Und zwar hier im Studio, das Ganze könnt ihr aber zu Hause umsetzen. Und ich habe mal einen Kollegen eingeladen, dass man das mal ein bisschen zusammen machen kann. Macht das mit eurem Kollegen zu Hause. Ich habe einen Kollegen hier. Ich hab dir auch extra für dich was mitgebracht. Lieblich, da kann ich mir meine Ohrläppchen mit trainieren. Als Geschenk, habe ich mir gedacht. So, ja. Für den Görki auch Training zu Hause, mal ein bisschen Pink Dumbo zum Trainieren. Nein, aber Spaß beiseite, wie Chris schon gesagt hat, Fitness zu Hause könnt ihr das wunderbar machen. Und zwar Brust, Bizeps machen wir. Partner-Workout, dass man sich gegenseitig ein bisschen pushen kann bei der Geschichte. Wir machen eine Art Supersatz, also kaum Pause dazwischen, dass man sich richtig ausbauen kann, an die Grenzen gehen kann. Und ich würde mal sagen, das Ganze zeigen wir jetzt. Was du einfach machst, ist, dass du mit deinem Partner zusammen halt gegenüber erstmal liegst. Und dann macht der eine einen Liegestütz, währenddessen ist der andere schon in der Liegestützhaltung und hält einfach nur. Dann macht der andere einen Liegestütz, während der andere hält. Und dann geht es immer abwechselnd. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, bis halt einer nicht mehr schafft. Dann super Satz. Das heißt, ihr springt beide sofort auf und das gleiche mit dem Bizeps, Curl. Also ein Bizeps Curl, dann ein, zwei, 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 drei und so weiter geht's. Deswegen wollt man nicht so ein PS3 zocken trennen, sondern einfach mal euer Kinderzimmer oder euer Wohnzimmer austauschen gegen die Trainingsfläche und dann wird ein bisschen gepumpt im Kollegen. Kann nicht schaden, ne? Vor allem im Winter, wenn es draußen eh ein bisschen arschkalt ist und laufen oder Fußball spielen, macht da mal was zu Hause. Okay. Und ab die Post. Fang mal. Los geht's! Right.
Also Leute, ihr habt gesehen, das war nur der erste Satz. Ja. Ja. Wir machen noch zwei. Sonst wird das Video zu lang. Ja, deswegen wollt ihr jetzt schalten und so weiter. Ihr dürft nicht. So ist es. Schaltet ihr ab, ne? Wenn es zu lange geht, dann denkt ihr, Mann, ist immer das Gleiche. Genau. Kennt ihr ja die Geschichte. Nee, aber ihr habt das Prinzip gesehen. Ich meine, wenn ihr erstmal zwei Supersätze macht, ist auch schon extrem. Ja. Kurze Pause dazwischen, 3 Minuten vielleicht. Dann der nächste Supersatz. Und ihr seht einfach, in einem Partner-Workout könnt ihr am Ende einfach noch ein bisschen was rauskitzeln. Ne? Genau. Hier. Und genauso möchte ich auch hier einfach mal den Kolja noch mal empfehlen. Ja? Zur Strandfigur. Ja? Cooler Kanal, was Figurcoaching angeht. Ernährung, Fitnesstraining. Ja? Super Tipps. Kann ich auch noch mal von mir aus verweisen, dass wir da irgendwie auch uns gut ergänzen, denke ich, vom Programm, von den Inhalten. Deswegen Kolja, immer ein guter Tipp auch von mir. Einfach mal zur Strandfigur draufklicken. Und da habt ihr auch gute Infos. Hast du noch was zu sagen, Kolja? Ja, hat mir riesig viel Spaß gemacht, auf dem Kanal mal die Ehre zu haben, aufzutauchen. Freut mich. Ich war mal in Berlin jetzt, da konnte ich den Kolja mal gut mitnehmen. So ist es. Ja, so muss man das machen, dann machen wir auch zusammen und nicht gegeneinander. Genau. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich auch von unserer Seite unterstützt. Ich denke, ihr versteht das, ja. Genau. Es ist nicht nur Konkurrenzkampf, YouTube, weil das albern. Wollte ich gerade sagen. Kollegen und versuchen das auch so zu ermitteln, oder? Perfekt, genau so wollte ich es gerade sagen. Also Leute, immer zusammenarbeiten, dann könnt ihr viel mehr erreichen, als wenn ihr einfach nur irgendwie neidisch auf die anderen guckt und irgendwie anfangt zu lästern und so weiter. Und das Prinzip Trainingspartner wollte ich noch ganz kurz erklären, ist einfach auch deswegen wichtig, weil, wie ihr ja gesehen habt, der Trainingspartner euch immer dazu bringt, diese letzten beiden Wiederholungen noch rauszukitzeln, die im Endeffekt dann das Training ausmachen. Also hat mir Spaß gemacht. Alles klar. Bis nächstes Mal. Motiviert euch gegenseitig, Leute. Wir verabschieden uns. Bis bald. Die Beute umkreist den Kiel. Und dann bleiben wir auch vorne stehen, ja. Noch einen Moment. Ha!
Ja! Jetzt gibt's auch einen Rutsch.